nochmal. Heute geht es um einen Transportwagen für die Toilettenkassette. Und da hat der Horst, mein Freund, der hat das Ding hier gebaut und gebastelt. Und da möchten wir jetzt mal zeigen, wie das Ding funktioniert. Und vielleicht kann der eine oder andere das nachbauen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, jetzt steht der Horst hier. Wir sind in Spanien und Horst steht neben mir mit seinem Wohnmobil auch. Hallo. Und ja, jetzt kannst du mal kurz erklären, um was es hier geht. Ja, und zwar war es mir immer etwas mühsam, diese Kassette am langen Arm oft zu der Entsorgung zu tragen. Und heutzutage gibt es natürlich auch andere Formen mit Rädern schon dran, aber meine hat es nicht. Das ist die C200 Kassette von Tedford, kennen bestimmt sehr viele. Und die gibt es auch eine Nummer größer, die heißt C2. Und beide passen in mein Wiegelchen hinein. Das will ich jetzt mal zeigen. Es ist einfach ein, ich zeige es mal erstmal vor, eigentlich ein Rahmen mit Rädern unten dran. Ups, jetzt Schnitt. So. Die Kassette kann man einfach hineinlegen und quasi dann hinfahren, ja, wo man es hinhaben muss. Und ja, es ist sehr, sehr leicht zu handeln. Ja. Dann, ich sehe nur, das ist jetzt hergestellt aus Aluminium, ja, und Tilkanrohr, das kommt ja später. Ja, das machen wir dann später. Ja. Ne? So, das Ganze ist im Prinzip sehr leicht. Ja. Wenn ich die Räder abgebaut habe, nimmt es sehr, sehr wenig Platz. Ich kann das auch mal zeigen. Und man kann es quasi überall in Zwischenböden oder so dazwischen schieben. Und es ist, und zwar besteht das quasi aus Vierkantrohr, Aluminium, dann Gewindestangen 8 mm und unten die Achse eine Gewindestange, die ist 12 mm. Ja, ja. Nee. Gut, okay, also das Ganze ist ja so, man kann die Kassette wesentlich einfacher mit diesem Wagen transportieren, als wenn man sie jetzt mit von Hand schleppen muss. Also ist auch Gewicht, ich glaube 16 Liter hat die Kassette oder wie etwa. Ich habe keine Kassette, ich habe einen Jedenfalls Testtank. Jedenfalls die C2 Kassette hat noch über 20 Liter und ist noch schwerer und passt hier auch rein, weil die gleiche Maße in der Breite hat. Ja. Ich glaube, entscheidend sind auch die Räder. Sag mal was zu den Rädern. Da kann ich was zu sagen. Es handelt sich hierbei um Räder, und zwar luftbereifte Räder, die sehr dämpfen bzw. auch fahrbar sind über Schotter, so wie man es hier sieht, über Sand, über Gras, über Kanten. Also, und sie machen so gut wie gar keine Geräusche mehr. Wenn man das so hört, wie manche mit ihrem Toilettenwagen rumfahren, das rumpelt dann ganz gut durch die Gegend. Ja. Der Prototyp von diesem Gerät bzw. von dem Wagen war mit Stützrädern von kleinen Kinderrädern ausgestattet. Ja. Hatte harte Bereifung, war kleiner, die rumpelten und klumperten da so hin. Das wird natürlich, so eine Kassette ist ja nicht immer ganz voll. Nee. Und dadurch wird es auch wie ein Resonanzkörper auf die Kassette übertragen, die Laufgeräusche. Habe ich schon gehört, wenn einer morgens losfährt mit seinem Wiegelchen, dann rappelt es ganz schön in der Kiste. Und das ist hier nicht so. Man hört fast gar nichts. Ne? Also der vor mir läuft, der ist ganz erschrocken, dass ich mit so einem Wagen komme. Hätte er gar nicht erwartet. Ne? Ja, ja. Dann ist dieser fast nicht kippbar. Also vielleicht weiß jemand, der Räder an seiner Kassette hat. Mach mal zu. Dass das Ganze doch ein bisschen kippeln kann, wenn man... Ja, durch die Spurbreite allein ist gewährleistet, dass das nicht kippen kann, genau, das Ganze. Genau, genau. Ja. Nee, nee. Ich sage nachher nochmal, also können wir ja nachher machen, nochmal was, wie das Ding beschaffen ist, beziehungsweise wie man das auch ganz leicht selber nachbauen kann, wo man die Teile bekommen kann. Ja. Wenn einer gerne das Preiswerte haben möchte, gibt es das auch, wenn man kein Edelstahl nimmt, sondern normale Gewindestangen. Man kann auch variabel etwas dickeres Vierkantrohr nehmen. Es gibt dieses zum Beispiel, ist 15x15, sieht schlanker aus. Es gibt das auch 22, 20, sogar 30, aber es sieht dann auch dementsprechend klobiger aus. Ne? Ja, ich glaube, für die Stabilität reicht das. Wir haben schon Bierfässer damit transportiert. Ja, dafür ist es aber nicht gedacht gewesen. Nee. Ne? Kannst du was zu den Kosten sagen? Ja, dieses Materialkosten für das ganze Gerät in der V-Art mit dem Gummi
luftbereiften Rädern würde das etwa 50 Euro kosten. Ah ja. Okay, da braucht man dann ein bisschen handwerkliches Geschick, ja, um das so Ganze herzustellen. Ist aber leicht herzustellen. Ich nehme an, dass du das nachher machst. Die Teile, eine Teileliste, wo man kriegt man in jedem Baumarkt, kann man eigentlich sagen. Ja. Alles. Aber da gibt es im Internet bestimmt auch eine Menge Auswahl und eine Menge Sachen, ja, wo man die man dann kaufen kann. Ich habe sofort gefunden, ja, bei dem einschlägigen Haus im Internet. Ja. Nee. Jetzt wollten wir doch schon fast Schluss machen mit diesem Video und da ist dem Horst noch was eingefallen und das zeigt er jetzt auch nochmal. Ja, nun sagt sich doch der eine oder andere, was interessiert mich das überhaupt? Ich habe einen Festtag. Was brauche ich so einen Wagen oder ich habe eine andere Kassette? Da gibt es noch was. Und zwar sowas. Ja, da hat er doch eine spanische Flasche und die muss man ja hin und wieder auch tauschen. Und ja, dann hat man manchmal einen Weg, um die zu holen. Genau. Und dann ist das dieses Wägelchen doch eine schöne Sache. Wenn jetzt einer glaubt, das ist jetzt ein spezielles Maß, auch die deutschen grauen Flaschen gehen darauf, die Aluminiumflaschen gehen darauf, sitzen absolut fest drauf. Wenn einer ein bisschen ängstlich ist, sobald ich natürlich über einen gewissen Grad rüberkippe, geht es ja irgendwo wann mal rüber. Könnte ja einen einfachen Gurt rüberspannen, dann ist das Ding total und kann auch über die Kanten fahren, über alles und es ist sehr leicht zu handeln, also wirklich super. Gut. Ja. Nein? Noch was, ganz schnell, einen haben wir noch. Für Leute, die auch mal was anderes transportieren wollen, habe ich hier so ein einfaches Brett. Das gibt verschiedene Materialien, ich habe das so wie im Tischlereibedarf gemacht, wie kann auch Küchenplatten sein oder irgendwas anderes. Das kann man hier einfach einhängen und hat eine Sackkarre. Ja. Das ist doch wunderbar. Wenn mal Biertransport oder sowas. Ja, oder wer seine Stühle mit zum Strand nehmen will, der kann die hier draufladen und kann sie hinter sich herziehen. Ganz einfach wieder zu entfernen. Ja. Und so eine Platte kann man auch irgendwo einfach dazwischen schieben. Ja. Weg ist sie. Ja. Ja, jetzt glaube ich, haben wir es aber alle. Ich hoffe, ja. Okay. Ja, Horst, ich glaube, jetzt haben wir das Ganze so einigermaßen vorgestellt hier, was man alles mit dieser Karre oder mit diesem Wägelchen machen kann. Ich werde am Ende des Videos so eine Liste einblenden mit den Bauteilen, wie mit den Größen und Längen und so weiter. Gleichzeitig werde ich das auf meiner Internetseite unter www.hako-video.de auch nochmal zeigen, das Ganze mit den Maßen. Und wenn der eine oder andere das nachbauen will. Ja, ich sage nochmal Dankeschön an Horst für die Vorstellung des Ganzen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich für einen Daumen nach oben für dieses Video. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich Bye-bye, bis zum nächsten Mal.